Hi Leute, ich bin Silona und ich starte in diesem Video meine Akne-Reihe. Ich werde euch Woche für Woche mitnehmen, wie sich meine Haut verändert. Ich möchte euch erstmal so ein bisschen meine Geschichte erzählen, wie ich so zu dieser Haut gekommen bin. Sie kennt mich nur mit Akne, ne? Du kennst mich nur mit Akne. Ja. Also ich hatte das erste Mal unreine Haut mit 18. Ich hatte in der Pubertät nie wirklich Probleme mit meiner Haut. Ich hatte klar mal so ein paar Unreinheiten, aber nie etwas, was man Akne nennen kann. Kannst du jetzt aufhören? Also in der Pubertät hatte ich nie wirklich etwas, was man Akne nennen kann. Es waren immer eher so, ja, vielleicht so 2, 3 Unreinheiten, vielleicht auch mal mehr. Aber nie etwas, was wirklich unnormal war. Dann mit 18 war ich mit einer Freundin in Vietnam. Sie ist nämlich Vietnamesin und wir waren halt, also sie war mit ihrem Vater ihre Familie besuchen und ich bin dann einfach mitgekommen, einfach um mir halt mal eine ganz andere Kultur anzuschauen, weil ich sonst immer nur innerhalb Europas war. Genau, also ich war noch nie in den anderen Kontinenten, außer halt jetzt in Asien, war ich halt in Vietnam und ich war in Russland. Das ist ja halb Asien, halb Europa. Ich war aber eher in dem europäischen Teil, und zwar in St. Petersburg. Aber das schweife ich jetzt wieder ein bisschen vom Thema ab. Und in diesem Vietnam-Urlaub habe ich wirklich die schlimmste Akne bekommen, die ich jemals hatte. Gerade im Wangenbereich war es eine krasse Akne. Ich bin dann zum Hautarzt, beziehungsweise ich bin nicht sofort zum Hautarzt. Ich habe erstmal ein paar Monate gewartet, dachte, vielleicht geht es dann in Deutschland wieder weg. Aber Pustekuchen, ich bin es einfach nicht mehr losgeworden. Meine Haut war Monat für Monat gleich schlimm. Es wurde nicht schlimmer, aber es wurde halt auch nicht besser. Obwohl ich halt auch verschiedene Pflegeprodukte ausprobiert habe. Und dann war ich das erste Mal beim Hautarzt, habe Skit, also Antibiotikum, verschrieben bekommen. Habe das Ganze dann circa 2, 3 Monate genommen. Und hatte jetzt bis vor einem halben Jahr meine Ruhe. Also ganze, ja, 1,5 bis 2 Jahre hat Skit meine Haut dann auch reingehalten. Also viele berichten mir, ich habe auch Antibiotikum genommen, meine Haut wurde danach direkt wieder unrein. Das ist bei mir nicht der Fall. Und deswegen bin ich jetzt, vor circa 2 Monaten war ich dann auch wieder bei einem Hautarzt. Der hat mir aber gar nicht zugehört, hat einfach komplett ignoriert, was ich ihm erzählt habe. Und hat mir hier Epodur Forte verschrieben. Das ist ein Mittel, was ja bei ziemlich vielen auch gut wirkt. Ich würde sagen, dass das eher funktioniert bei oberflächigen Pickeln, also wenn man viele Pickel hat, viele kleine. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das auch mal ausprobieren könntet. Bei mir haben wir es aber wirklich zu tun mit sehr starken Entzündungen unter der Haut. Und ich habe dann Epidur genommen. Ich habe nebenbei auch noch eine Fruchtsäurebehandlung bei der Kosmetikerin gemacht. Und an sich, ich muss auch sagen, so meine Haut auf der Stirn, finde ich, sieht auch gut aus. Aber überall, wo halt Akne ist, da hat das halt einfach alles nichts gebracht. Ich hatte dann jetzt heute bei einem anderen Hautarzt einen Termin. Ich habe mir vor einem Monat dort angerufen und habe nur einen Monat später einen Termin bekommen, was mich schon richtig gefreut hat, weil man ja sonst echt, keine Ahnung, 2, 3 Monate warten muss. Ich bin dann in die Arztpraxis gekommen und die Ärztin, also, war super lieb. Die hat total drauf gehört, was ich haben wollte. Die hat mir auch andere Optionen noch erzählt, aber letztlich war es so, sie hat gesagt, wenn du das so machen möchtest, wenn du damit gute Erfahrungen hattest, dann machen wir das. Klar, es gab auch ein paar andere Optionen, die sie mir erwähnt hat, wie zum Beispiel die Pille nehmen, wo ich eher gegen bin. Aufgrund von Akne sollte man, finde ich, nicht die Pille nehmen. Also zur Pille will ich jetzt nicht zu viel sagen, ne, weil ich denke mir so, ich habe da halt nie Erfahrungen mitgemacht. Ich finde, wenn das bei einem funktioniert, okay, aber dass man jetzt aktiv sagt, ich will jetzt die Pille nehmen. Und dann hat sie mir noch erzählt von der Vitamin-A-Behandlung, aber die würden wir dann eher machen, wenn es mit dem Antibiotikum jetzt nicht funktionieren würde. Also, wie ihr euch schon denken könnt, ich habe ihr gesagt, ich habe gute Erfahrungen mit Skit gemacht, ich möchte wieder Skit nehmen. Sie hat gesagt, okay, ich respektiere deine Wünsche, wenn du das nehmen möchtest, dann machen wir das. Sie hat gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass die Wirkung bei mir so lange gehalten hat, aber letztes Mal war es so, mal sehen, wie es dieses Mal ist. Je nachdem, wie sich jetzt meine Haut mit Skit entwickelt, kann das entweder ein sehr kurzer Akne-Vlog sein oder ein sehr langer Akne-Vlog. Es kann über einen langen Zeitraum gehen, vielleicht werde ich noch was anderes ausprobieren müssen. Aber ich setze jetzt gerade wirklich die ganze Hoffnung in dieses Antibiotikum. Ich habe das Ganze auch auf Instagram mit euch geteilt und ich habe direkt
ja auch sehr negatives Feedback bekommen, dass man Antibiotikum ja wirklich nur im größten Notfall nehmen soll. Wo ich mir denke, ich habe in meinem Leben nie Antibiotikum genommen, außer bei, also bei meiner Akne, als ich Asthma war. Sonst habe ich noch nie Antibiotikum genommen. Und ich finde auch, dass man damit schon eher vorsichtig umgehen sollte. Aber wer wirklich Akne und sehr schlechte Haut hat und gerade diese krassen Entzündungen hat, der weiß, dass das auch wirklich ein Notfall für einen selber ist. Also ich finde, Leute, die selber nie krasse Hautprobleme haben, können das einfach oft nicht nachvollziehen, dass man nur deswegen dann Antibiotikum nimmt. Aber ich denke, viele von euch können mich da voll verstehen. Und ehrlich gesagt, auch wenn nicht, ist mir das ziemlich egal, weil es ist natürlich auch mein Körper. Ich schade ja nur mir selber mit diesem Antibiotikum. Deswegen, es ist jetzt Tag 1, an dem ich das Antibiotikum nehme. Und ich melde mich dann bei euch, sobald ich etwas berichten kann. So Leute, von mir gibt es jetzt das eine Woche Update. Ich habe jetzt genau 7 Tabletten genommen. Und also 7 Tage lang habe ich jetzt jeden Tag eine Tablette genommen. Und jetzt gibt es mal ein Update. So sieht meine Haut aktuell aus. Wie ihr seht, alles, ne, ist natürlich vernarbt. Aber ich habe gerade nur einen Pickel. Also ich hatte so eine gute Haut, hatte ich seit einem halben Jahr nicht mehr. Also es ist wirklich krass. Hier unten am Kinn habe ich immer noch so ein bisschen meine Probleme. Ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich gestern so einen Ausschlag. Und ich weiß nicht so ganz, ob das hier Pickel sind oder ob das Ausschlag ist oder whatever. Aber ich beschwere mich nicht. Für eine Woche ist das ein mega Unterschied. Und einige haben gefragt, was so für Produkte ich benutze. Ich benutze eigentlich immer abends hier dieses Micellenwasser zum Abschminken. Und dann benutze ich eigentlich immer noch einen Waschschaum. Ich habe diesen Waschschaum aber halt vergessen. Und jetzt, deswegen benutze ich jetzt momentan keinen Waschschaum, sondern wasche dann immer mein Gesicht mit Wasser ab. Ich sollte vielleicht mal zu Hause mal noch einen Waschschaum holen. Ja, einfach damit man sich ein bisschen gründlicher abschminkt. Dann zeige ich euch noch meine Creme. Dann benutze ich immer diese Creme, die habe ich von der Kosmetikerin bekommen. Das ist die Hildegard Braukmann Solution. Die hat einen SPF von 50, richtig gut. Vor allem, weil ich dann danach Epiduo Forte benutze. Das habe ich vom ersten Hautarzt bekommen und ich benutze das jetzt halt in Kombi. Das hier immer vorm Schlafen gehen eine dünne Schicht auf die betroffenen Stellen. Also bei mir ist das dann hier so, trage ich das halt auf und zwar am Kinn. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Also das alleine hat mir leider nicht geholfen, aber in Kombi, wie ihr merkt, scheint das ganz gut zu funktionieren. Und ja, das ist jetzt so mein Ein-Woche-Update. Und ich bin gespannt, wie meine Haut dann jetzt nochmal in einer Woche aussieht. So, ich habe jetzt eben ein Workout gemacht und jetzt habe ich mich abgeschminkt. So sieht meine Haut aktuell aus. Ich benutze jetzt seit 10 Tagen circa das Antibiotikum. Und ich habe auf jeden Fall ja, so circa 4 neue Pickel aktuell. Und hier seht ihr sehr viel vernarbte Haut. Also gerade da hinten an der Wange ist das alles vernarbt. Auch hier so im Kinnbereich, das sind alles keine neuen Pickel. So sieht es halt einfach aus. Hier ist halt ein neuer, aber der Rest... Hier ist ein neuer, hier, da hinten und hier unten, genau. Und der Rest sind alles Narben. Deswegen, also wenn ich geschminkt bin, seht ihr ja, dass meine Haut wesentlich besser aussieht. Einfach weil, also das sind ja auch keine Berge, sage ich mal. Also die stehen ja nicht ab, sondern die sind ja einfach so Flecken auf meiner Haut. Deswegen mache ich jetzt ein Peeling. Also ich habe mich eben mit Micellenwasser und einem Gesichtsschaum abgeschminkt. Und jetzt benutze ich hier von Neutrogena Skin Detox das Peeling, einfach um meine Hautschicht ein bisschen zu erneuern, um hier so ein bisschen auch, um zu versuchen, halt auch die Narben loszuwerden. Danach werde ich mich dann eincremen und dann auch noch so einen dunklen Fleckenentferner drauf machen von, ich glaube, der müsste von Nivea sein. Ich habe den nicht selber gekauft, das ist noch eine Tube, die wir noch zu Hause haben, die ich jetzt ausprobiere.
mal sehen, wie meine Haut darauf reagiert. Und ja. Ich dachte, ich zeige euch dann jetzt auch mal meine Creme. Und zwar ist das die hier von Hildegard Braukmann. Can you focus, please? Actinia Creme SPF 50 Kräuterkosmetik. Die gibt es, soweit ich weiß, online. Ich habe die von der Kosmetikerin bekommen. Und abends benutze ich dann immer das Epiduo Forte. Das bekommt man nur, wenn das von einem Hautarzt verschrieben ist. Und morgens benutze ich dann immer auch die Creme von Hildegard Braukmann. Und immer hier diesen. Hier von Garnier ist der dunkle Fleckenreduzierer. Das ist gerade so meine Routine. Ja. Momentan weiß ich nicht so ganz. Was machst du? Momentan weiß ich irgendwie nicht so ganz. Also ich erwarte nicht sofort nach einem Tag, wo ich das Antibiotikum benutze, eine super Haut. Aber ja. Naja, vor allem, weil ich mich momentan noch relativ gesund ernähre und hat halt nicht immer nur was damit zu tun. Hallo Mäuschen, warum ist man so süß? Maus, warum ist man denn so süß? Hm? Die andere Maus sitzt auf meinem Koffer. Warum bist du so süß? Naja, ich sollte vielleicht die Situation erklären. Ich bin jetzt aktuell zu Hause. Ich habe momentan nur Online-Kurse. Also momentan läuft alles von der Uni übers Internet. Deswegen kann ich momentan auch zu Hause sein. Ja, habe meine Katzen mitgenommen und bin jetzt aktuell wieder hier. Es ist ja alles momentan etwas unklar, wie sich die Situation weiter verhalten wird. Deswegen dachte ich, fahre ich lieber nach Hause. Hier wird für mich gesorgt. Und ich dachte halt, falls eine Ausgangssperre kommt, ja, hätte ich hier wenigstens ein bisschen Gesellschaft. Deswegen bin ich wieder zu Hause aktuell und habe, ja, ab und an habe ich mal Online-Vorlesungen. Manche Sachen werden einfach hochgeladen. Ansonsten habe ich momentan ein Videoprojekt, wo ich jede Woche was für machen muss. Deswegen, ich bin gut beschäftigt. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Aber momentan läuft's gut. So Leute, von mir gibt es jetzt das nächste Haut-Update. Zuerst mal, meine Haare sind nicht gestylt. Ich bin natürlich nicht geschminkt, denn es geht heute nur um meine Haut. Ich zeige euch das Ganze mal von nahem. So sieht meine Haut gerade aus. Ich zeige euch auch mal die Stirn. Auf der Stirn hatte ich ja auch nie so die krassen Akne-Probleme. Oh Mann, das habe ich alles wieder kaputt gemacht. Ich nehme jetzt, glaube ich, circa das Antibiotikum seit 2,5 Wochen, müssen das ungefähr sein. Und ich merke einen heftigen Unterschied. Also gerade ist meine Haut in einem Zustand, in der sie wirklich seit 7-8 Monaten nicht mehr war. Also seit meine Akne wieder angefangen hat, hatte ich nicht mehr so gute Haut. Wie ihr seht, meine Haut ist sehr vernarbt und ich habe auch durchaus ab und zu kleine Pickel. Aber diese krassen Entzündungen sind weg. Falls ihr euch wundert, meine Haut ist irgendwie voll trocken. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Ich habe eben mein Gesicht gewaschen, mein Gesicht eingecremt und hoffe, dass es gleich besser wird. Und ich werde auch versuchen, heute einen Make-up-freien Tag zu machen. Ja, also meine Haut ist gerade sehr gut. Ja, und das ist dann auch schon mein kleines Update. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich auf jeden Fall über die Ergebnisse. Ich habe Angst gehabt, dass es diesmal nicht dieselben Ergebnisse geben wird wie letztes Mal. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass natürlich Antibiotikum nicht ohne ist. Es ist nichts Gutes für den Körper und jeder soll selber entscheiden, ob er das nehmen möchte oder nicht. Mir persönlich, ich finde, Leute, die nie so starke und schmerzhafte Akne haben, die können das oft nicht nachvollziehen. Aber es ist wirklich auch, es nimmt einem, es steckt da auch viel Schmerz dahinter. Nicht nur physisch, sowie auch psychisch. Und deswegen ist es mir persönlich das wert. Aber das muss natürlich selber, jeder selber entscheiden.